Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt, als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Ach, Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Komm her, Schatz. Guck nicht dahin. Was ist denn da, Papa? Nichts. Alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Wann können wir denn nach Hause? Bald. Sehr bald. Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Sieht nach der achten Kiste aus. Ja, sie ist die achte. Zemetsky, Juri. Verdammt. Und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Tja, alles ist jetzt möglich. Die werden uns bestimmt auch bald weghaben. Hey! Irgendjemand da? Hey! Steh hier nicht rum, das ist gefährlich. Mich infizieren oder was? Hey! Lasst mich gehen! Ich fühle mich schon. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich machen, Herr Doktor? Ja, Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ich. Ich weiß, aber trotzdem. Ihnen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erläutert: über Handschuhe, über die Maske. Sie haben die Papiere unterzeichnet. Ja, habe ich. Aber die Kinder, wie soll ich mit ihnen reden, wenn ich die Maske anhabe? Sie hatten Angst, sie weinten. Ja, aber sie haben sie nicht gerettet und sich selbst verdammt. Wir haben ohnehin zu wenig Personal. Sie hätten so vielen helfen können. Ja, ja, hätte ich. In Ordnung, wir beginnen mit einer Behandlung der Symptome und schauen mal, wohin uns das bringt. Eine milde Form ist in letzter Zeit aufgekommen. Es gibt sogar ein paar Fälle von Genesung. Lassen Sie uns optimistisch sein. Sie können nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Labor.
Verschwinde! Also brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle 3 Stunden. Rufen Sie mich sofort, sollten irgendwelche Parameter vom Muster abweichen. Natürlich. Wissen Sie, es gab bislang nur 2 Fälle mit guter Prognose. Wir müssen sie sorgfältig untersuchen. Ja, das habe ich verstanden. Großartig. Denen wurde gesagt, dass sie all ihr Zeug aushändigen sollen. Jetzt guck dir diese Scheiße an. Was soll man da machen? Die sind davon gekommen und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig. Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Tja, die an der Spitze wissen es natürlich besser. Der Wachraum ist dort entlang. Verschwinde! Stehe hier bitte nicht im Weg. Die Ausbreitung der Epidemie verändert. Konnten Sie den Überträger isolieren? Ja und nein. Du darfst da nicht rein. Das ist eine Gefahrenzone. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Als feindselige Aktion betrachtet und ist Gegenstand schwerer Bestrafungen. Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie zu. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten 2 Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur 2 Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Aber wo es jetzt, nach all diesen Jahren, herkam? Biowaffen, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben.
Steh hier nicht rum. Das ist eine Quarantänezone. Verschwinde! Hey, du, Passant! Geh weiter! Bleib hier nicht stehen! Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte! Die Hanse hat Ihnen Unterschlupf gewährt. Treten Sie zurück! Unterschlupf zu sterben, treten Sie zurück! Also, bleiben wir noch etwas länger.
Ja, bist du verdammt, bin ich froh, dich gesund und munter zu sehen, Artyom. Wir würden auch mit dir gehen, aber wir müssen hier warten, bis die Verstärkung der Hanse eintrifft. Und du hast einen strammen Zeitplan. Naja, ich wünsche dir Glück. Wir sehen uns an der Basis. Warum so viele Patrouillen? Warum sollte man einen Trupp zu einer verseuchten Station schicken? Kann es sein, dass sie für einen weiteren Krieg gegen mich schießen? Ich bin wieder mal unterwegs. Wo ist es? Lesen Sie sich nochmal die Broschüre durch und hören Sie sich die über... Junger Mann, Sie haben gesehen, was hier vor sich geht. Die wollen mich nicht einmal Insulin holen lassen. Und ich kann es nicht kaufen, weil wir alles zu Hause zurücklassen mussten. Können Sie mir helfen, bitte? Danke. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Vielen, vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Sieht nicht so aus. Hey, Archon, lass uns später reden. Alle genau, machen Sie das hier. Aber jetzt verteilen Sie sie sehr weit von euch. Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomlins Ranger hier waren. Cordwoods Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf einen Gegenschuss zu treffen. Und? Ist noch alles da? Natürlich. Was glaubst du denn? Ich dachte, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen. Was? Aber sie bieten Papiere. Welche Papiere? Ihre Ausweis. Er war in dem Beutel und die haben ihn verbrannt. Na, oh, diese Miststücke. Die hätten uns erschießen können. Aber die wollen, dass wir leiden. Hallo, Ranger. Ich kann Ihre Identität bestätigen. Schauen Sie, Feldwebel. Spaß noch Spiel, wie Sie sicherlich verstehen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben. Die Mediziner tun ihr Bestes. Naja, hoffen wir, dass es reicht. Und was sollen wir hier tun? Hoffen. Und Sie sollten arbeiten wie immer. Und die Gerüchte mit einer Prise Salz verzehren. Vielen Dank. Ich habe verstanden. Die sind alle tot. Tot! Die Kinder, vorgestern, Frau, gestern, nur ich habe überlebt. Allein sammeln wollen? Wir sagen Ihnen einfach vor. Sollen Sie es doch selbst einsammeln. Und die Roten? Die könnten vorher schon abrücken. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Nacho. Danach werden wir nicht allzu bald noch einmal zu einem Schuss. Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Warum haben die überhaupt gekämpft? Was scheren die sich denn um uns Flüchtlinge? Komm her, Rangers! Ich habe großartige Waffen! Was haben die davon? Niemand hat irgendwelche Verträge mit ihnen gemacht. Wir haben ihnen nicht einmal etwas versprochen. Was denn? Komm schon, schau mal! Ich wette, in Sparta gibt's die nicht! Eine tolle Waffe für einen richtig professionellen Ranger. Eine tolle Waffe in perfektem Zustand. Echt wertvoll.
Viel Glück beim Handel, Ranger! Er ist mit etwas Munition. Du hast nicht genug Platz. So viel passt da nicht rein. Komm her, Ranger, lass uns feilschen. Eine Granate kann mehrere Ziele auf einmal erledigen. Sehr nützlich. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Kohle sein. Diese Schleuse wird geöffnet. Viel Glück in den Tunnels, Ranger! Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können.